Grüß euch miteinander. Heute haben wir vor, einen 3 Stunden Rundwanderweg zu laufen. Und Ziel ist der Glatzenstein. Das ist ein Berg. Man soll eine schöne Aussicht haben. Oben steht ein Bergkreuz. Schwierigkeitsstufe ist, glaube ich, hoch. Also es wird ordentlich zwiebeln heute in den Beinen. Wir kommen auch noch an einer Ruine vorbei. Keine Ahnung, ob die offen hat, ob wir da auch noch einen Einblick geben können. Ja, ich wünsche euch viel Spaß. Ja, das Wetter hat sich gerade ziemlich zugezogen, ist ziemlich windig geworden und kalt, deswegen hat die Mütze. Ja, jetzt wird der Aufstieg langsam ein bisschen anspruchsvoller. Das Blöde ist, dass wir oben am Glatzenstein wahrscheinlich nicht die Aussicht genießen können, weil überall der Nebel drin hängt. 10 Meter höher gestiegen und überall liegt Schnee. Krass. Naja, im Prinzip ist gerade super voll. Ja, da ist die Kante, genau. Da vorne ist das Gipfelkreuz. Was mit der Aussicht? Ja. So, hier ist das Gipfelkreuz. Eigentlich sollte uns ein toller Ausblick erwarten, aber alles neblig. Man kann nicht ins Tal gucken. Ja.
So, jetzt gibt es erstmal einen Tee. Der Wind pfeift wie blöd, arschkalt. Ja, auf Kamera sieht man es trotzdem nicht. Scheiße. Ja, Wetter hat sich ganz schön gedreht, also sehr windig und kalt geworden. Uah. Boden ist auch ziemlich eisig mittlerweile. Ja, die Festung hat leider geschlossen, wird heute nichts mit besuchen. Ja, dann geht's weiter mit unserer Tour. Vielleicht im Sommer dann noch einmal her und die mal von innen begutachten. Heute ist echt ein Sauwetter. So, das war der Glatzenstein. Ja, leider konnten wir die Aussicht heute nicht genießen. Durch den Schnee und den Nebel ja, haben wir es leider nicht geschafft, eine schöne Aussicht zu haben. Aber den Bergaufstieg, den haben wir geschafft. War unheimlich glatt oben. Man hat auch richtig an der Grenze gemerkt, wo es kälter wird. Wo es von Laub und Wiese dann plötzlich auf Schnee übergeht. War jetzt nicht so schwer zum Laufen. Kann ich auch weiterempfehlen. Wäre vielleicht nochmal eine Tour für ja, im Sommer. Genauso wie diese Burg. Die hat ja momentan geschlossen. Aber ich habe schon mit den anderen zwei geredet, da könnte man vielleicht auch noch mal im Sommer hingehen. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, hoffe ich konnte euch wieder was Neues zeigen und bis zum nächsten Video. Servus!